Flugzeug und das Erste, was ich gedacht habe, direkt nach dem Ausräumen der Sachen ist, ihr wollt ja wissen, wie es mit dem Smog aussieht. Ja, mit dem Smog sieht es noch schlecht aus, er ist genau in dem gleichen Zustand wie das letzte Mal. Aber, was machen wir, was zeigen wir heute, Schatzi? Die Base. Die Base, ganz genau. Ich habe vor meinem Österreich-Trip die Smog-Base bemalt und die schauen wir uns jetzt ganz gemeinsam an. Okay, Schatzi, kannst du einmal darüber zoomen, bitte? Warte, ich drehe dich einmal um, damit wir das schön sehen. Ihr seht, es ist relativ viel Gold. Naja, ist auch auf der Base drauf. Dazu muss ich sagen, das Gold war sehr schwierig anzumalen. Und die fantastische Kamerafrau, mein Schatz, die hat es perfekt geschafft, mich zu motivieren, immer wieder neu auszuprobieren. Meine ersten Versuche, wie waren die, Schatz? Nicht so gut. Nicht so gut, ganz genau, die war nicht so schön. Ich habe relativ lange gebraucht, um das so hinzukriegen. Das war eine Mischung aus Shining Gold am Ende des Tages. Drunter weiß, dann habe ich das getuscht und dann habe ich das mit Burnish Gold trocken gebürstet. Und am Ende des Tages sah es dann so aus. Mit dem bin ich eigentlich auch relativ zufrieden, muss ich sagen. Ich habe dann sehr viel Zeit investiert, diese ganzen Truhen anzumalen. Die sind auch nicht trocken gebürstet, sondern die sind wirklich auch geschichtet. Und was mir auch speziell wichtig war, ich weiß nicht, sieht man gerade diese Vasen? Die habe ich bewusst in einem anderen Goldton gehalten, damit die auch ein bisschen rausstechen. Sehr viel Arbeit waren auch diese Treppenstufen und diese ganzen einzelnen Münzen da drauf. Also da ist nichts gebürstet, das ist wirklich alles gemalt an der Stelle. Also viel Arbeit an der Stelle. Ursprünglich, welche Farbe hatte das Base ursprünglich, Schatz? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Du hast doch gesagt, sieht scheiße aus. Ach so, braun, ja, erst braun. Ganz genau, wir hatten diesen Teilbereich hier rundherum, das hatten wir ursprünglich braun und dann hat sie gemeint, du bist doch in einer Zwergenstadt, da ist doch am Boden grau und nicht braun und deswegen habe ich... Im Berg. Ja, in einer Zwergenstadt, ganz genau, ja. Und da haben wir uns dann entschieden, das grau zu malen und dann, ich bin jetzt auch zufriedener, muss ich ganz offen sagen. Ja, hier drinnen sieht man auch den Arkenstein, an dem bin ich auch sehr lang gesessen. Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden, aber manchmal muss man auch 5 gerade sein lassen. Hier habe ich sogar ein bisschen so alles andere ein bisschen angestrahlt gemalt, dass man den auch ein bisschen besser wahrnimmt. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal drehen, Schatz. Vorsicht mit der Kamera. Und hier vorne ist das zweite, etwas intensivere Detail dieser Base. Das ist der Bilbo, an dem habe ich auch relativ lang gemalt. Ich habe sogar, ich weiß nicht, ob man es sieht, ich hoffe, man sieht es, Augen gemalt. Und das auf der Miniatur, das war echt eine Tortur, würde ich jetzt einfach mal sagen. Sieht man die Augen? Und ich glaube, wenn man sie dreht, sieht man sie, oder? Wenn du weggehst, wenn ich weggehe. Ja. Gott. Ja, alles in allem, Base-Bemalung würde ich sagen 8 Stunden, Bilbo-Bemalung 6 Stunden, werden wir uns irgendwo bei 14 Stunden bewegen. Das ist natürlich ein ganzen Haufen Zeit, andere Leute bemalen in der ganzen Zeit den Smaug. Der kommt bei mir noch, da gibt es dann sicherlich ein eigenes Video, wenn wir den vorstellen, wahrscheinlich schon gemeinsam. Aber ich habe mir gedacht, die Base ist für euch interessant. Wenn ihr die graue Base mögt, wenn ihr das Video gut findet oder wenn ihr die lustigen Kommentare von meiner Freundin gut findet, dann gebt uns den Daumen hoch, wir haben ihn verdient. Und je mehr Daumen hoch sind, desto schneller bin ich motiviert, den Smaug anzumalen und ein Video dafür zu drehen. Vergesst nicht, fleißig zu kommentieren. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bis bald, ciao.